So, Freunde, weiter geht es mit einer neuen Folge von The Battle Cats. Ich wollte mal kurz mal zeigen, was sich für eine geile Katze freigeschaltet hat. Und zwar dieses Über, beziehungsweise Uber Super Rare. Und es gibt eine fette Warlock and Pierre Katze. Was auch immer das sein soll, wahrscheinlich keine Katze. A Pressureless Young Sorcerer, also ein kleiner, süßer Zauberer, der irgendwie irgendeine Nachtgestalt irgendwie versklavt hat und die folgt ihm dann. Aber die kostet wahnsinnige 6000 irgendwas Münzen, beziehungsweise Geld. Wir versuchen mal einfach mal, vielleicht mal ein älteres Level. Japan zum Beispiel. Attackieren wir mal. Das ist einfach nur zum Demonstrationszwecken. Ich will mal gucken, was die kann, diese 6135 Katze. Das ist ja, wow, das ist krank, Leute. Das ist richtig krank. So. Zack, zack. Wir werden hier auf jeden Fall locker weiterkommen. Aber ich will auf jeden Fall mal die Katze sehen. Ich will die Katze sehen, um zu gucken, was die kann, Leute. Aber 6000 ist schon... Wow. Das ist schon... Da muss ich erstmal mein komplettes Wallet überhaupt so hoch verbessern. Weiß gar nicht, ob das funktioniert. Das ist so krank. So, die sollen jetzt mal hier normal weiterkämpfen. So. Wallet Levels. Oh, ich weiß gar nicht, was wir für ein Level brauchen für ein Wallet. Um da 6135. Das ist heftig. Aber ich bin gespannt. Wow. Okay. Jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, damit wir hier nicht zerstört werden. Aber ich muss das Wallet auf jeden Fall verbessern, Leute. Ich will die Kaste. Ich will das austesten, was das ist. Ich will das unbedingt austesten. So, nochmal Wallet. Oh Gott, wir sind schon Level 5 Wallet, aber immer noch nichts. Kann doch nicht sein, oder? Na? Level 6 Wallet? Bringt auch nicht. Nur 700 mehr. Obwohl ich ja Wallet schon so viel verbessert habe. Ich glaube, Level irgendwas. Schlag mich tot, was. Schießen wollen wir nicht. Ich will das Ding ausprobieren, Leute. Wenn ich überhaupt dazu komme. Wahrscheinlich eher nicht. Weil die schon vorher zerstören hier. Nein, jetzt ich sollte das nicht zerstören. Nein. Oh, nee, Leute. Verdammt, ich kann es nicht mal ausprobieren. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ich das am besten bewerkstelligen soll. Mit dem, oh, das ist heftig, ey. Gucken wir nochmal, was Missions hier an ist. Ja, bla bla bla. Hier haben wir nochmal... Okay, das ist alles Katzenfutter, aber... Was soll das? Können wir das alles nehmen? Das haben wir... Oh, wir haben ziemlich viel Katzenfutter, sehe ich gerade. Wow. Das haben wir nämlich alles schon geschafft hier. Haha. Wow. Alter Verwalter. So, wir haben jetzt 400 noch was Food. Das ist heftig. Wir haben hier aber noch einiges, was wir freischalten müssen. An sich könnten wir ja theoretischerweise hingehen. Bei Equip gucken. Oder ne, einfach bei Upgrade. Da gibt es nämlich einige Katzen, die ich einfach nicht gekauft habe, weil die Katzenfutter gekostet haben. Sind die hier irgendwie dabei? Hier zum Beispiel Rocker. A peanut farmer's sons become a rocker to avoid coming out about his nuts allergies to his family. Resistant to angelic attacks. Was auch immer angelic attacks sind, keine Ahnung. Nox Black Oak Emblem once a while. Okay, die sind gegen schwarze Feinde gut. Haben wir denn bei Special Cats dann welche? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wo die ganzen sind. Wo sind die denn alle hin? Hier haben wir die. Cats in a box. These poor guys have been abandoned. They are not fending for themselves with great justice and speed. Haben wir hier mal Boogie Cat. Keine Ahnung, was sie kann. Hier Bondage. Eine gefesselte Katze. Stark gegen rote Gegner. A quick attack and strong against red enemies. Doom Cat, auch gut. Kung Fu Cat. Can fight off multiple enemies at once, ja. Einmal Tricycle. Moneko, das habe ich freigeschaltet. Brauche ich gar nichts. Capsule Cat. Und Bean Cats, die haben wir ja. Ihr müsst mir auf jeden Fall unbedingt nochmal in die Kommentare schreiben, was für eine Katze ich brauche gegen diese türkisen Gegner. Diese grün-türkisen Gegner.
Das brauche ich auf jeden Fall. So, das war's zu dieser Special-Folge. Leider haben wir die neue Katze, sag ich mal, nicht ausprobieren können. Wird wahrscheinlich auch sehr schwer mit 6000 irgendwas. Ich bin gespannt, ey, wann die mal drankommt. Ey. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, würde mich über Bewertung freuen und schreibt mir in die Kommentare, was ich damit machen kann. Das wäre sehr nett von euch. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal bei The Battle Cats. Vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge positiv bewertet. Statt Bücher lese ich lieber Kommentare, also lasst ruhig ein paar Zeilen da. Um kein Video mehr zu verpassen, dürft ihr gerne kostenlos abonnieren. Falls ihr noch andere Videos anschauen wollt, klickt eines der beiden Videos hier rechts an. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Dankeschön, Freunde.